Ein herzerfrischendes Moin und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Planet Zoo der Schönhausen Zoo. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Letztes Mal hier ein bisschen versucht, die Plaza anzubauen oder zu starten. Ist gar nicht mal so schlecht und gar nicht mal so schlecht gewesen. Ihr habt nices Feedback gegeben für das Gebäude hier und natürlich auch für die Bahn. Die ist natürlich noch nicht fertig. Die soll nicht so fahren, wie die jetzt fährt. Also hier hinten schon, aber ob das hier vorne auch so alles richtig ist und auch hier hinten, ich bezweifle das noch. Ich hatte auch überlegt, ob ich die durch den ganzen Zoo fahren lasse. Aber bin ich mir auch noch nicht so hundertprozentig sicher. Man könnte die ja hier rauskommen lassen. Man könnte die ja hier hinten nochmal rauskommen lassen. Irgendwie sowas. Muss man mal schauen. Bis jetzt ist es ganz okay, so wie es ist. Genau. Dann gibt es jetzt nochmal die Idee, dass ich hier eventuell so ein Großkatzenhaus noch mache. Und dann auf der einen Seite Jaguare und auf der anderen Seite Geparde mache. Und das ist gar nicht mal so eine dumme Idee, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich weiß nicht, ob ich das heute mache oder ob ich heute lieber was anderes anfangen und hat der Schimpanse hier plötzlich gespielt. Wer bist du? Ist das Umusupe? Umusupe. Naja, die sind noch zu viert. Noch ist noch nicht alles gut hier bei denen, aber ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die glücklich sind. Ach, guck mal, die spielen hier. Ist das süß. Ah, da backt so ein bisschen. Da geht auf jeden Fall noch was. Das funktioniert alles. Das muss ich auch nochmal einbauen. Unsere Carpis sind hier. Haben die eigentlich mittlerweile ein Baby gekriegt? Nee, noch nicht. Dauert noch ein bisschen. Müssen wir mal schauen. Warum nicht hier Müll? Warum haben die das nicht in den Mülleimer gemacht? Und warum sind hier keine Besucher? So viele Fragen. So wenig Antworten. Die sind alle hier beim Herz Fantastic. Warum eigentlich? Ist das unser erster Herz Fantastic? Herz Fantastic. Scheinbar. Scheinbar interessiert das die Leute. Herz Fantastic. Bin ich trotzdem mal gespannt. Genau, das funktioniert alles. Das funktioniert auch alles. Dann war halt die Frage, ob ich nicht jetzt die Gnus irgendwo reinmachen soll. So, dass wir hier so ein kleines Gnu-Gehege hinmachen. Das wäre doch auch ganz nett. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, dass ich eventuell einfach nur Galapagos-Schildkröten mache als erstes. Ich gönne mir mal die zwei. Wenn eh schon dabei sind. Ein weiblicher schwarzer Jaguar. Ah, wir haben schon einen. Okay. Ah, der ist besser, ne? Wo ist er denn? Da. Der ist silbern. Ja, ja. Das wird so nix. Das wird auch so nix. Kaffernbüffel. Noch ein Dings hier. Mandrill. Es gibt auf jeden Fall ganz schön viele Tiere, die wir noch nicht haben hier in unserem Zoo. Aber die wir wahrscheinlich auch nicht haben werden. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Noch ein paar Gnus hier. Gibt es noch ein Weibchen? Sehr gut. Die müssen relativ viele sein. Und Gorillas, okay. Ja, dann lass doch mal die Gnus machen. Die Idee wäre jetzt, wenn wir dann... wo ist denn das smart, ein Gnu-Gehege zu machen? Man baut ja eigentlich kein Gehege nur für Gnus. Deswegen ist das eigentlich gar nicht mal so blöd. Vielleicht soll ich die hier hinten bei den Okapis machen. Wenn die hier ihr Gehege hinkriegen. Hier gibt es auf jeden Fall genug Platz. Für Besucher nochmal. Dann mache ich das einfach mal hier hin. Arbeite ich hier lieber mit einer... Ich glaube, ich habe... ein bisschen sehr groß. Immer noch ein bisschen sehr groß. Machen wir mal so. Dann kann ich immer noch mit einer Vertiefung arbeiten. So. Dann kommt hier halt so der Graben hin. Ich denke mal, auch wenn ich dann hier... So. Guck mal, das ist so mein Plan, dass wir das hier so runterziehen. Genau, dann brauchen die da auch gar nicht runterkommen, aber hier gibt es dann eventuell sogar noch Wasser und so. Also das, dann kommen die da auch nicht raus. Wobei, warte mal, wenn wir hier so Wasser haben, kommen die nicht raus. Das wäre so ein bisschen der Plan. Lass das mal gleich Auto malen, wenn wir eh schon dabei sind. Ganz genau, dann weiß ich, dass da unten das Wasser reinkommt. So, übernehmen wir. Und dann geht man hier so dran und dann kann man hier rüber gucken zu den kleinen süßen Gnus. Dann könnte man, wenn man wollte, noch ein bisschen runter machen hier, sodass die Gnus ein bisschen vertieft sind. Abgeflacht, das Gehege von denen. So nach hinten raus. Das wird ja so ein bisschen wie das Gehege der Wasserbüffel. Die ähneln sich ja sehr, was das angeht.
Guck mal, dann machen wir so. Weil hier kommt ja dann eh null Fans hin. Und hier vorne können wir ja ein Gebäude hinstellen eventuell. Für die. Ein Stall. Könnte ja auch ganz nett sein. Und dann weiß ich nicht, wie groß das sonst sein muss. Ich glaube, es wird relativ groß, das Gehege. Krankes Tier entdeckt, okay. Aber gut, dass der Tierarzt gerufen wurde. Guck mal, machen wir so. Welches Tier ist denn krank? Ein Steppenzebra, okay. Oh, die sind gestresst. Da steht allerdings auch im Forum, dass die Springböcke meistens mega doll gestresst sind. So ist es kein Einzelfall. Springbock ist erwachsen. Das ist er hier. Na dann. Schauen wir da auch, ne? So, dann haben wir hier auf jeden Fall das Gehege für die. Wie das sein soll. Dann können wir jetzt das Häuschen bauen. Häusle baue. Genau, lass uns das mal versuchen. Material, Holz. Und dann lass uns mal mit dem Holz hier bauen. Ganz genau. Das ist gut so. Und dann ist hier halt die Öffnung für das Gebäude. Und dann kommen die da auf jeden Fall rein. Weiß jetzt nicht, wie groß das sein muss. Als so Unterschlupf. Aber das wird, glaube ich, groß genug sein, so. Genau, und dann gibt es da die Möglichkeit, könnte ich hier rein und rausgehen. Mache ich das hier nochmal so. Zack. Und schon können die rein und rausgehen und dann passt das auch. Sehr gut. Ich habe vergessen, habe ich das... Nee, okay. Sollen wir vorne vielleicht auch nochmal was hinmachen? Das könnte ja ganz gut sein. Lass uns das mal machen. Wieder hier mit so ein paar Streben arbeiten. Vielleicht mache ich das so diesmal. Zack. Und dann machen wir so. Ganz genau. Gut, der Witz wäre wahrscheinlich, wenn ich hier die Viereckigen benutze, glaube ich, wird das besser, oder? Was das angeht, auf jeden Fall. Mach ich mal so. Genau. Und ihr werdet jetzt denken, aber Goro, was machst du da? Ihr werdet sehen. Ich mache hier halt nur so einen kleinen Vorbau, sodass das nicht so mega unrealistisch aussieht. Und nach drinnen kann das ja so aussehen. Das ist ja nicht so schlimm, wie das drin aussieht. Wobei, wir können das natürlich drinnen auch komplett durchziehen, ne? Dass jetzt solche Streben sind. Da spricht ja eigentlich fast nichts gegen. Genau. Und hier drüben ist ja egal. Okay, das passt. Weil dann wäre der Witz halt, dass wir hier nochmal so ein bisschen vormachen. Dann weiß ich nicht, ob die Sachen schweben. Lass uns das mal runterziehen an der Stelle nochmal. Dann machen wir einfach so. Zack. Und zack. Guck mal. So kann man das doch sehr gut machen. Okay. Ich sehe schon, das muss ein Stück rüber. So dass sie da auf jeden Fall mega drauf platziert sind. Das waren einer zu viel. So halt. Guck mal, das ist doch okay.
als Vorbau. Es ist jetzt nichts Wildes, wie gesagt. Einfach nur so ein kleiner Vorbau. Vorbau? Warte mal. So halt, ne? Ne, das passt schon. Das passt schon. Dann brauchen wir hier natürlich noch ein Dach und wir brauchen hier drin auch nochmal so ein Liegezeug. Ups. Die kriegen hier extra groß. Macht ja nichts. Das ist ja für die ist das egal. So. Dann können die da drin schlafen und dann brauchen wir noch ein Dach. Ist halt die Frage, was für ein Dach nehme ich denn hier? Ich würde ja immer gerne Schiefer nehmen, ne? Aber ich glaube, das geht nicht rund. Nee. Da geht halt das hier rund. Und dann weiß ich nicht, wie das aussieht, wenn ich das hier so mache. Ja, nicht so, ne? So halt höchstens. Das würde aber gehen. Das geht tatsächlich voll klar. Das finde ich gut. Und hier halt. So. Guck doch mal, das geht auch gut. Das geht auch gut. Dann hier halt noch so einen rummachen, ne? So eine Zierleiste hier. Ganz genau. Hier auch noch mal rum. Man sieht es halt nicht. Von drinnen, deswegen geht das eigentlich ganz, ganz gut so, wie es geht. Richtig. Und dann ist die Frage, wo kommen die Arbeiter rein? Die Mitarbeiter. Die könnten natürlich hier reinkommen. Sollen die das machen? Ja, das können die genauso gut machen, ne? Gucken wir mal. Das ist ganz unten, das Holz. Hier. Weil dann ziehe ich das einfach nur so, das Haus, dass das hier hinpasst. Ganz genau. So. Zack. Und dann machen wir hier natürlich noch das Mitarbeitertor rein. Wie sich das gehört. Guck mal, perfekt. Perfekt, Leute, perfekt. Und dann machen wir hier natürlich noch 0 Fans. Zack. Und den machen wir hier bis hier vorne dran. Dann passt das. Hier ist 0 Fans. Den können wir eigentlich auch 0 machen, oder? Können wir nicht. Müssen wir dem hier irgendwas anderes geben. So ist gut. Können wir eigentlich fast komplett hier machen. Alles erstmal aus Holz. Von der Ecke. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Sehr gut. Und dann kommt hier der Mitarbeiterweg. Ist das der grüne? Ja. So halt. Geht hier der Mitarbeiterweg lang. Und dann führt er bis hier ran. Ganz genau. So, dann sind hier auf jeden Fall, ist hier auf jeden Fall Platz für Mitarbeiter. Das passt. Die beiden brauche ich nicht. Dann wählen wir die mal aus jetzt. 1, 2, 8, 9, 10, 100, 200. 9 Tiere. Ja, das sind auf jeden Fall genug Gnus mittlerweile. Dann lass die mal reinholen. Wenn wir eh schon dabei sind. Dann gucken wir uns das mal an, wie sich das entwickelt. Die rennen hier, glaube ich, relativ schnell. Ah, da ist der Trading Post. Das Handelszentrum. Da kann man auch die Zebras, die wir nicht mehr brauchen, die kann man da mit reinmachen eigentlich. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich finde das Gebäude gar nicht so schlecht, wenn ich ganz ehrlich bin. Da kann man noch einiges verbessern natürlich, aber es ist so grundsätzlich gar nicht so schlecht. Finde ich jetzt. Machen hier natürlich Erde hin.
Vorne noch ein bisschen Erde leicht und so ein Kram. Dann natürlich auch hier ganz viel Gras kurz. Selbstverständlich. Vielleicht auch ein bisschen Sand hier drin. Und halt Erde um das Gehege rum hier. Jetzt erstmal gucken, ob das überhaupt raus kann, das Gnu. Es ist erstmal verletzt. Das mal so grundlegend ist es verletzt. Okay, sehr gut. Die kommen auf jeden Fall hier überall rum. Und 2000 Quadratmeter ist bis jetzt auch nicht schlecht. Gleich mal einen Tierarzt rufen hier. Kein Pfleger zugewiesen. Oh, die sind ja alle verletzt hier. Krass. Dann weiß ich nicht, wann ein Tierarzt kommt. Hoffentlich demnächst. Da kommen auf jeden Fall die anderen Gnus. Dann kommt halt hier. Hier kommt halt No Fence, ne? So. Dann bist du auch noch Holz. Und du hier halt auch. Da sollten die eigentlich nicht vorbeikommen. Ah, schaffen sie doch. Können da irgendwie rüberspringen. Dann lass uns das mal hier auch nochmal Holz machen. Dann passt das. Das passt auch. Sehr gut. So. Die Gnus sind auf jeden Fall eingezogen. Jetzt brauchen wir nur noch einen Pfleger, der sich hier um die ganzen Tiere kümmert. Und vor allem auch ein Dings hier. So, hier ist auch noch Afrika. Das halt auch. Sehr gut. Dann zählt das mit zu Afrika. Dann sind da auch Pfleger, die sich drum kümmern müssen. Ernsthafte Verletzung. Es sind viele Tiere, denen es nicht so gut geht hier drin. Tierarzt wurde gerufen. Das ist wohl das Mindeste, dass die Tierärzte kommen jetzt. Alles erforscht für die Schneeleoparden. Sehr gut. Dann kannst du hier weiter erforschen. Was sonst? Haben wir alles erforscht. Das ist auch sehr gut. Die Gnus. Die sind ja eigentlich schon ganz süß, ne? Bin ich mal gespannt, ob die hier mal irgendwann rauslaufen. Oder ob die sich nur um die anderen kümmern, weil die verletzt sind. Wir haben auf jeden Fall hier eine schöne Gnu-Gruppe. Ein Rudel sozusagen. 8 Stück, ja. Ist auch das Mindeste, was die brauchen, ne? Ach, guck mal, hier ist sogar richtig für die eingerichtet, direkt. Würde ich halt trotzdem ganz gerne ein bisschen Erde nochmal mehr machen. Gerne hier, wo die öfter lang gehen. Aber Gras kurz geht auch immer. Gras lang halt auch hier hinten. Ah ja, da ziehen sie raus jetzt. Guck mal, das ist sogar dunkel da, ne? Ist das schwarz oder so? Graubraunes Fell. Das hat schwarzes Fell. Okay. Das hier sah irgendwie dunkler aus als die. Aber gut. Die ziehen hier durch. Das zieht mit. Das kackt da jetzt erstmal hin. Man hat die viel zu selten, die Gnus. Finde ich. Und die sehen eigentlich mal ganz cool aus. Gnus. Ah, schon. Eigentlich sind das schon komische Tiere, ne? Auch wie die aussehen. Auch ganz süß. So, was ist hier? Thompson Gazelle, inkorrektes Geschlechterverhältnis. Warum das eigentlich immer und immer wieder? Haben die das nicht auch irgendwann mal geregelt, wer hier mit wem und so? Mvana. Mvala. Das verstehe ich nicht. Ist hier keiner von beiden hier geboren worden? Vom Zollamt beschlagnahmt und Schönhausen zu. Ab in die Dings hier. Kein Bock mehr! Okay, und wir haben hier
Ein Eimer voll Wüstenskorpione, um die ich mich gleich kümmern werde. Das Gnu-Gehege wird natürlich noch richtig eingerichtet. Das allerdings erst in der nächsten Folge, Leute. Ich mache jetzt erstmal Schluss. Wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende und dann hoffe ich, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut es mal rein. Tschüss, Leute.